Wer von München Richtung Süden fährt, der trifft auf ein wahres Wander- und Bergsteiger-Eldorado. Rund um Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald ziehen sich nämlich gleich vier Gebirgsgruppen. Die Bayerischen Voralpen, die Ammergauer Alpen, das Wettersteingebirge mit seiner massiven Zugspitze in der Mitte und das Karwendelgebirge. Wir werfen mal einen genaueren Blick drauf. Hier kommen für euch die 10 schönsten Bergwanderungen aller vier Regionen. Wir starten unsere Reise in den Ammergauer Alpen und auch gleich mit einem richtigen Klassiker, der Kramerspitz mit 1985 Metern. Der Gipfel thront direkt über der Stadt Garmisch-Partenkirchen und bietet ein fantastisches Panorama auf die Zugspitze. Aber das müsst ihr euch auch erst verdienen, denn es sind 1300 Höhenmeter zu überwinden und eine Gehstrecke von 6,5 bis 7 Stunden. Aber ihr könnt das Ganze wunderbar kombinieren mit einer Rundtour, nämlich im Abstieg über die Steppbergalm. Das heißt, ihr könnt dort einkehren, nochmal pausieren nach dieser anstrengenden Tour zum Gipfel. Alles in allem würde ich das Ganze als mittel- bis schwere Bergwanderung einstufen, wenn man das als Wanderung auch bezeichnen kann. Aber ich denke, es ist gut machbar und gerade an schönen Sommertagen sicherlich absolut empfehlenswert, wenn ihr in Garmisch-Partenkirchen seid. Der nächste Gipfel auf unserer kleinen Rundtour ist die Schellschlicht. Ja, man kann sagen, wenn man dort hochwandert, hat man wirklich ein paradiesisches Panorama. Man kann es nicht anders sagen. Zudem ist der Gipfel auch nicht wirklich hochfrequentiert, was die Besucher angeht. Aber durchaus anspruchsvoll. Auch hier 1300 Höhenmeter habt ihr zu überwinden, etwa 6,5 Stunden. Das Ganze könnt ihr auch hier als Rundtour einplanen. Wir starten in Grießen. Während der Aufstieg sich noch relativ gemächlich gestaltet mit vielen Kehren bis hoch zur Schellalm, wird es dann oben schon ein bisschen spannender. Man muss auch hier wieder mal zupacken. Leichte Kraxelei, aber der Ausblick ist absolut bombastisch. Spannend ist, wenn ihr den Abstieg über den Osten wählt, das heißt eine andere Tour hinabsteigt, dann müsst ihr vor allem aufpassen in den ersten 200-300 Höhenmetern. Dort ist das relativ bröseliges Gestein. Also alles in allem eine wunderschöne Bergtour. Ruhig, entspannt, leichte Kletterei ist mit drin und ihr seid hundertprozentig oder ich würde mal sagen zu 90% bei dieser Tour allein. Direkt über Oberammergau thront unser dritter Gipfel und der ist auch nicht besonders hoch. Der Kofel ist gerade mal 1342 Meter, bietet aber schon richtiges Bergfeeling, denn mit 3,5 Stunden und ja knapp 600 Höhenmetern hat man schon ordentlich was zu leisten, ist es aber nicht vergleichbar, gilt aber trotzdem als schwere Bergtour. Vor allem, weil im oberen Bereich ordentlich zugepackt werden muss. Es gibt einen kleinen Klettersteig, die Stellen sind teilweise ja relativ ausgesetzt, aber das Gipfelpanorama ist hier natürlich auch fantastisch. Also eine kleine Felsnadel, die man ja schon relativ zeitig sieht und sie ragt eigentlich auch über alle Berge hinweg, einfach weil sie so markant ist. Deswegen wollte ich damals diesen Gipfel unbedingt besteigen. Absolut lohnenswert. 600 Höhenmeter sind, wie gesagt, zu überwinden und 3,5 Stunden solltet ihr einplanen. Also optimal, ja, als Halbtagestour. Wir verlassen die Ammergauer Alpen und gehen einmal direkt rüber in das Karwendelgebirge. Und dort erwartet uns eine richtiger Paradegipfel, die westliche Karwendelspitze mit 2385 Metern. Den Gipfel kann man fast mit ein paar wenigen Metern mit der Seilbahn, nämlich der Karwendelbahn, eigentlich besteigen. Wir wollen das Ganze über das Dammkar machen. Das ist ein langer Bogen, der geht außen rum. Ist auch von der Länge zumindest relativ anspruchsvoll. Ihr habt knapp 1500 Höhenmeter zu überwinden und die Tour ist immer, hat immer relativ schwierige Angaben, also die schwanken von sehr schwer bis einfach. Ich würde sagen, es ist eine mittelschwere Bergwanderung, aber warum? Das sind nicht die Höhenmeter, sondern vor allem die Steinschlaggefahr im Dammkar. Dort müsst ihr immer darauf achten, dass wenn Tierlein dort rumspringen, Gämse und Co., keine Steine auslösen, beziehungsweise müsst ihr sehr wachsam sein. Das ist eine große Rinne, da kommt ihr gut durch. Aber wie gesagt, ihr könnt euch dann auch nochmal an der Dammkarhütte, die direkt davor liegt, informieren. Alles in allem lauft ihr durch eine lange Röhre rüber aufs Gipfelplateau. Dort werdet ihr wahrscheinlich von zahlreichen Seilbahnaspiranten erwartet. Und von dort startet nochmal ein kleiner Steig hinauf zum Gipfel.
fantastischer Ausblick oberhalb von Mittenwald, wo ihr auch gestartet seid. Und das Ganze könnt ihr natürlich kombinieren, indem ihr runterlauft, den gleichen Weg oder über den Karwendel steigt, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, oder einfach die Seilbahn nehmen. Für mich eine der schönsten Touren rund um Mittenwald. Ich hatte es ja gerade angesprochen, den Karwendelsteig. Und ja, den darf ich tatsächlich nicht auslassen, wenn ich rund um Mittenwald mich bewege und Bergsteigen und Klettersteigen und wandern möchte. Denn der Karwendelsteig bietet eine optimale Aufstiegsmöglichkeit auch hier auf die westliche Karwendelspitze. Wir starten unsere Tour auch unten an der Bergstation der Karwendelbahn und laufen dann hinauf zur Mittenwalder Hütte. Eine wunderschön gelegene und gemütliche Hütte. Und von dort startet dann eigentlich der relativ steile Aufschwung hinauf und unterhalb der Karwendelbahn entlang zum Gipfel. Der Steig ist nicht besonders anspruchsvoll, aber gerade bei Nässe nicht zu unterschätzen. Ihr solltet definitiv Erfahrung mitbringen. Es ist kein reiner Klettersteig, sondern lediglich ein versicherter Steig, der euch in vielen, vielen Serpentinen, die teilweise steil und ausgesetzt sind, hoch zum Gipfel führen. Ich fand die Tour gerade besonders im Herbst sehr, sehr schön. Sie ist nicht überlaufen und ab der Mittenwalder Hütte habt ihr auch nochmal die Möglichkeit umzukehren oder vielleicht auch nochmal euch kurz auszutauschen mit anderen, wie die Beschaffenheit des Weges ist, wie das Wetter ist und ob euch diese Tour für diesen Tag zutraut. Ich finde sie absolut schön und neben der westlichen Karwendelspitze über das Dammkar, eigentlich der schönste Aufstieg, den es hoch zum Gipfel gibt. Der nächste Gipfel in unserer Liste ist die Reiterspitze mit 2374 Metern, relativ ausgesetzt, lässt sich aber optimal kombinieren mit einer Seilbahnauffahrt hoch zur Rosshütte. Das ist auch unser Ausgangspunkt. Von dort geht es zu einem ersten Vorgipfel der Seefelderspitze, wunderschöner Aussichtsgipfel, entsprechend auch überlaufen. Wir steigen dann ab, über teilweise versicherte Steige, ein kleines Kar und dann relativ steil hinauf zum Gipfel. Optimal und wirklich schön bei gutem Wetter könnt ihr bis zum Großglockner rüberschauen. Und dann geht es nochmal relativ steil runter zu unserer Mittagspause, nämlich der Nördlinger Hütte. Kurz einkehren, Rast machen und dann geht es in einem relativ langen Bogen hinab und auch relativ unkompliziert zur Hermele-Kopfbahn. Perfekter Tag. 4 bis 4,5 Stunden solltet ihr einplanen und alles in allem für mich wirklich eine schöne Tour. Gerade wenn man die Karwendelspitze gemacht hat, ist das eine optimale Ergänzung. Wir verlassen das Karwendelgebirge und gehen hinüber zu den Bayerischen Voralpen und starten dort auch gleich mit dem höchsten Gipfel der Region, nämlich dem Krottenkopf, knapp über 2000 Metern. Der Gipfel ist von seiner Länge mit 6 bis 7 Stunden, je nachdem von wo man startet, aus verschiedenen Startpunkten möglich. Ich empfehle euch den Start von Farchant, ist ein bisschen ruhiger, und weiter über die Esterbergalm. Von dort wird es dann relativ spannend, denn gerade im Winter, also wenn ihr noch oder im Frühling, kann da noch relativ viel Schnee drin liegen und kann die letzten Höhenmeter bis zur Weilheimer Hütte relativ anspruchsvoll machen. Im Sommer natürlich ein absoluter Hochgenuss, denn als höchster Gipfel genießt er natürlich eine gewisse Prominenz und ihr habt eine wunderschöne Aussicht bis rüber nach Garmisch-Partenkirchen. Rundum, umgeben von Bischof und Fricken, übrigens auch sehr, sehr schöne Touren. Ein absoluter Klassiker in der Region, der in dieser Liste natürlich nicht fehlen darf, ist der Herzogstand. 850, 840 Höhenmeter sind zu machen, wenn ihr vom Parkplatz Walchensee aus startet, also quasi der Klassiker, und nicht die Seilbahn nehmen. Dafür braucht ihr 4 Stunden, könnt aber natürlich mit einem fantastischen Gipfelpanorama belohnt werden. Ab der Gipfelstation ist es natürlich entsprechend voll. Warum ist dieser Berg in meiner Liste drin? Ich finde den Ausblick ins, gerade in das Umland auch von München einfach fantastisch. Es ist ja wie so eine Nadel, die da so heraussticht und man auch schon von Weitem sieht. Entsprechend sollte man diesen Gipfel auf jeden Fall mal gemacht haben. Vielleicht an ein oder anderen ruhigeren Tagen oder mal unterhalb der Woche, aber mit 4 Stunden lässt sich das auch sehr, sehr gut als Halbtagestour planen. Wer möchte, kann natürlich oben an der Station im Restaurant einkehren und sich eine gute Brotzeit gönnen. Aber gerade auch für Familien ist das eigentlich eine sehr, sehr schöne Tour. Nicht sonderlich anspruchsvoll. Ich würde es als leicht bewerten. Musik.
Ein Gipfel, der sicherlich nicht zu den anspruchsvollsten und einsamsten Berggipfeln der Region zählt, ist sicherlich der Wank. Mit 1780 Metern ist er der Hausberg von Garmisch-Partenkirchen, gehört aber immer noch zu den bayerischen Voralpen. Warum ist dieser Berg in meiner Liste drin? Ich möchte hier mal etwas Ungewöhnliches machen und mit der Seilbahn von Garmisch auffahren zur Gipfelstation. Dort kann man erstmal dieses schöne Gipfelpanorama über die Zugspitze vollends genießen und dann wandern wir abwärts, nämlich 1100 Höhenmeter hinab zur Esterbergalm und zurück zum Ausgangspunkt Garmisch-Partenkirchen. Das Besondere an dieser Tour ist, man hat einen sehr, sehr schönen Tiefblick auch auf die Esterbergalm in einem ja relativ ruhigen Abschnitt, je nachdem, wann man natürlich läuft, Richtung Krottenkopf. Man sieht den Fricken, den Bischof und so weiter. Also mal was ganz anderes. Gerade wer mal keine Höhenmeter machen möchte, sondern rückwärts gehen möchte quasi, für den ist die Tour optimal, auch zum Schlendern mit gerade mal ja, 3 bis 4 Stunden, je nachdem, wie schnell ihr lauft, ist die Tour optimal geeignet für einen Genießertag. Wir kommen in unsere letzte Region, das Wettersteingebirge. Und hier komme ich natürlich nicht drum herum, euch eine Tour zu empfehlen, die einfach tief in meinem Herzen drin ist, nämlich der Aufstieg Zugspitze über das Rheintal. Warum? Sie gehört für mich noch zu den schönsten Wanderungen, die die deutschen Alpen so zu bieten hat. Einfach was die Vielseitigkeit angeht, die Abwechslung, natürlich auch die Länge der Tour, die Kraxelei zum Schluss. Wir beginnen mal von vorne. Ausgangspunkt dieser Tour ist die Skischanze in Garmisch-Partenkirchen. Von dort wandert ihr hinauf zur Rheintalangerhütte und weiter bis zur Knorrhütte und zum Gipfel. Bis zur Rheintalangerhütte ist die Tour relativ einfach. Ab dort ist es ja auch ziemlich steil. Ich empfehle euch eine Übernachtung auf der Knorrhütte, gerade für die konditionell nicht zu erfahreneren, denn die gesamte Tour ist mit 22 Kilometern und 2250, glaube ich, Höhenmetern relativ lang. 10 Stunden müsst ihr einplanen, also für Ungeübte definitiv zu lang, als 2-Tagestour absolut zum Genießen. Im oberen Teil, ab dem Zugspitzblatt, erwartet euch ein kleiner Klettersteig. Dort ist Trittsicherheit und Schwindel der Freiheit absolut zu empfehlen. Das solltet ihr mitbringen. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, natürlich innerhalb der Saison auch von der Sonnenalpin die letzten Höhenmeter mit der Seilbahn zu fahren. Am Gipfel erwartet euch natürlich ein ganz schönes Gewusel. Das sind natürlich viele Leute, die auch mit der Zugspitzbahn hochkommen und nicht so eine Anstrengung wie ihr hinter sich haben. Dort müsst ihr noch mal einen kleinen Steig überwinden. Sicherlich relativ voll, aber der Gipfelblick ist einfach fantastisch über den Jubiläumsgrat, auch bis zur Alpspitze hinüber. Und für mich immer noch eine der schönsten Wanderungen, die es so gibt in Deutschland. Ja, wir sind am Ende unseres Videos und ich hoffe, die Auswahl hat euch gefallen und ihr probiert vielleicht den ein oder anderen Gipfel mal aus. Wie gesagt, alles, was ich hier schildere, sind meine persönlichen Erfahrungen. Ob eine Tour leicht oder schwer ist, müsst ihr sicherlich auch nochmal im Internet recherchieren mit euren eigenen Erfahrungen abgleichen, denn Bergsport ist gefährlich und alles, was ich hier zeige oder vorstelle, sind, wie gesagt, meine eigenen Erlebnisse und entsprechen nicht immer der Norm. Bei Fragen schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten Daumen nach oben, Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.